Tante, diese dumme Kuh, die wohnt jetzt nebenan, lebt ganz bewusst und ökologisch obendrein vegan. Sie sagt, wenn wir so weitermachen, geht die Welt zugrund. Der einzige Müll, den sie produziert, der kommt aus ihrem Mund. Wir müssen etwas machen, da hat sie leider recht. Doch dass sie tut wie Greta, stinkt mir langsam echt. Du bist nicht so besonders, wie du immer denkst. Was du machst, Brigitte, das können wir schon längst. Wir machen alles besser, sag ich zu meinem Mann. Wenn die Welt dann untergeht, sind wir nicht schuld daran. Grüner Strom ist toll, nur er hält uns alle wach. Das neue Windrad im Garten macht leider mächtig Krach. Und für die armen Vöglein lauern tödliche Gefahren. Das einzig Gute dran, wir können Katzenfutter sparen. Wir haben auch so ein Fahrrad, das Strom erzeugen kann. Wenn ich saugen will, muss eins der Kinder ran. Das Licht bleibt aus, wir stolpern viel, doch sparen Energie. Man grüßt uns schon mit Namen in der Chirurgie. So gut man's eben kann. Wenn die Welt dann untergeht, sind wir nicht schuld daran. Gar nicht mehr zu heizen, gut, das ist natürlich hart. Die Kinder sind im Winter knapp zu Eiszapfen erstarrt. Wir mussten dummerweise den Stromverbrauch erhöhen, denn um sie wieder aufzutauen, brauchen wir den Föhn. Brigitte hat so'n Laden, da gibt's alles unverpackt. Ich frag mich, sind die Schoko-Weihnachtsmänner da dann alle nackt? Unverpackt, das kann ich auch. Selbst beim Edeka, wenn ich jetzt Bananen kauf, lass ich die Schale da. Statt Flüssig-Shampoo nehmen wir nur feste Seife. Doch gibt das beim Gekämme jetzt immer ein Gekeife. Es zieht und man reißt Haare gleich in ganzen Büscheln aus. Die Kinder sehen schon wie Neonazis aus. Keiner kann behaupten, wir hätten's nicht probiert. Doch habe ich die Familie jetzt genug traumatisiert. Mit Umweltschutz ist wie mit Yoga, denke ich, ohne Groll. Wenn's die anderen schaffen, ist es wirklich toll.